Kogi, eine harte Woche Trainingslager liegt hinter uns. Wir sind hier im Avite-Ressort in Bad Tatzmannsdorf. Wie war die Trainingswoche für dich? Ich glaube, im Großen und Ganzen sehr zufriedenstellend. Wir haben viel im körperlichen Bereich gemacht, sind wir gut durchgekommen, wenig Verletzte, Gott sei Dank. Das ist, glaube ich, immer das Wichtigste. Einige Sachen im Besprechungsraum besprochen, Videoanalysen. Und von dem her hat, glaube ich, alles super gepasst. Du hast in deiner Karriere ja schon das ein oder andere Sommertrainingslager miterleben dürfen. Dennoch, wie gut waren die Bedingungen hier vor Ort? Ja, die waren super. Also du kannst zu Fuß zum Platz marschieren, du hast genug Möglichkeiten, um regenerativ zu arbeiten. Du hast einen Kraftraum, du hast verschiedene Spa-Bereiche, Saunen, Kältebecken. Das Essen war hervorragend. Von dem her können wir uns nur hier bedanken und ich glaube, nächstes Jahr kommen wir gern wieder. Okay, vielen Dank. Losradeln im Burgenradland. Auf über 3000 Kilometern Radwegen. Und 40 Kilometern Singletrails. Burgenland, die Sonnenseite Österreichs.